Hi Leute, ja, heute gibt es ein Kalbskotelett. Einfach Kalbskotelett. Natur, nicht paniert. Und aber sous vide. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. An Zutaten brauchen wir nicht viel. Zwei Kalbskoteletts, also richtig schöne Teile, 2 cm dick. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer und Knoblauch. Zuerst würzen wir das Fleisch mit Salz und Pfeffer. Das von beiden Seiten. Und Knoblauchgranulat. Granulat deswegen, weil nach meiner Erfahrung frischer Knoblauch immer leicht, ja, muffig riecht im Sous Vide. Und dann kommt es in die Beutel. So, der Rand ist wieder zurückgeschlagen und jetzt geht's los. Und Nummer 2. So sehen die beiden jetzt aus. Und die kommen jetzt ins Wasserbad bei 58 Grad für 1,5 Stunden. So, nach 1,5 Stunden kommen meine 2 Koteletts hier raus. Eins werde ich runterkühlen und in den Kühlschrank packen. Das ist also nicht für heute. Und das zweite habe ich jetzt hier von seinem Beutel befreit. Tupfe es trocken und gebe es jetzt in die Gusseisenpfanne für ein paar Röstaromen. Da ist jetzt Butterschmalz drin. Man kann natürlich auch Öl nehmen, geschmeidig Raps- oder Sonnenblumenöl. Aber ich stehe eben auf den Geschmack von Butter und der ist mit dem Butterschmalz gewährleistet. Ich brate es jetzt für circa 2 Minuten an, von jeder Seite. Und dann sollte es auch schon servierbereit sein. So. Noch etwas die Fettseite. Dazu gibt es einen kleinen Tomatensalat und das ist mein bescheidenes Essen für heute. Und ja, na klar, natürlich gibt es noch einen Anschnitt. Moment. Und einmal kosten. Also so sieht es von innen aus. Es ist zartrosa, nicht, ja, nicht zu blutig, eigentlich gar nicht blutig, sondern einfach nur sauber durchgegart. Ja, wem das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und ja, für meine 3 liebsten Abonnenten, die immer den Daumen nach unten geben, vielleicht mal überlegen, ob das sein muss. Aber nun gut, eure Entscheidung. Ja. Was habe ich vergessen zu sagen? Netten Kommentar, natürlich, klar. Und Abo, wenn auch nicht, dann abschließen. Kostet ja schließlich nichts.
Und dann bis zum nächsten Mal.